Så, mina damer och herrar, god morgon. Här är Berlins centralstation där jag börjar min resa till Hamburg. Jag tror tåget går ifrån källaren någonstans här, så jag ska titta i underjorden. Kommer tåget snart in här. 8.07 var det, och behöver precis 2 timmar till Hamburg. Så här är Hamburg Hauptbahnhof, Hamburgs ståtliga gamla centralstation. Vi kom hit med så ungefär 20 minuters försening. Liebe Kinder, jetzt kommt was für euch. Schaut mal nach links. Da stehen 10 riesige silberne Überraschungseier. Sobald es abends dunkel wird, leuchten diese Eier wunderschön blau. Zu Ostern leuchten sie nur in allen Farben. Wie die bunten Ostereier aussehen, dort habt ihr das Gelege des Osterhasen. Aber liebe Kinder, ich muss euch etwas Trauriges mitteilen. In diesem Überraschungseier links und rechts alleine von der Pier abdrücken und sie einfach alleine den Hamburger Hafen verlassen. Auf der rechten Seite kommt das Terminal von Eurogate, ein Privatunternehmen bei der Tengelmann-Gruppe an. Die haben auch noch mehrere Terminals an anderen europäischen Häfen. Auf der linken Seite haben wir den Burkhardt-Kai, eins von 3 Terminals der Hamburg Hafen Logistik AG, ein teilweise staatliches Unternehmen. Aber links hier der Burkhardt-Kai ist unser größtes Containerterminal im Hamburger Hafen, an der Fläche von 2,4 Quadratkilometern. Die Kernleitung ist 1,4 Kilometer lang. Wenn ich darunter nichts vorstellen kann, links kriegen wir das Fürstentum Monaco aufgestellt. Dann haben wir die Antoine de Saint-Exupéry hier rechts von der Reederei CMA CGM. Überdeckt oder nicht geboten, außer hier in 60 Meter Höhe übrigens, hier links. Hier rechts der etwas ältere für die kleine Schule in Saison 30 Meter Höhe, 35 Meter Höhe. Schaut mal, oben hinten ist er in so einer Glaskanzel drin. Übrigens, der Boden ist auch aus Glas. Der Sitz in der Sitz ist 30 Grad nach vorne geneigt. Also 30 Grad nach vorne geneigt. Kippt der Container mit dem Fahrrad zwischen den zwei Beinen unten durch. Und End- und B-Lin sind die Container. Unser guter Containerbrückenfahrer in Hamburg macht diesen Move eines Containers auf Schiff rauf oder runter in knapp einer Minute. Dabei müsst ihr euch so konzentrieren, vergleicht man das Ganze, setzt euch mal nach zu Hause oder im Hotel auf die Toilette, legt mal eine Zeitung auf die Erde und versucht mal im Sitzen zu lesen. Maximal 4 Stunden am Stück, dann werden die Kollegen und Kolleginnen, mittlerweile auch über 10 Frauen den Job hier im Hamburger Hafen, werden immer abgelöst. Dann könnt ihr euch vorstellen, da oben 4 Stunden gebückt sind, sich konzentrieren. Das geht sehr schön auf die Nacken, auf Drückmuskulatur, ein sehr anstrengender Job, aber auch einer der bestbezahltesten hier im Hamburger Hafen. Dann haben wir rechts hier nochmal 2 Schiffe, eine kleine Klasse, MSC, Imperial Shipping Company, hat auch viele Kreuzfahrtschiffe, die zweitgrößte Reederei der Welt, die größte ist die dänische Maersk-Reederei, die Maria Slaverja, ein Schiff von 368 Meter Länge, 51 Meter Breite, für knappe 15.000 bis 17.000 Container. Genau das baugleiche die Timer, ein Schiff von der größten deutschen Reederei, Hapag-Lloyd, fusioniert mit United Arabian Shipping Company, die arabische Reederei, da ist gleichberechtigte Partner. Das ist wieder am Schiffsname vorne einmal arabische Schrift, einmal deutsche Schrift. Die können bei so 15.000, 17.000 Container mitnehmen. Aber wenn wir Container drücken, viele der Damen fragen mich, wie kommt man da oben hoch, die Kollegen? Denn zwei dieser Beine könnten Fahrstuhl oben. Aber die Damen da oben gibt es keine Toilette, ne? Die 4 Stunden muss man durchhalten. Also mit einem Eimer mit da oben. Also wenn wir links rüber schauen hier, beim Hapag-Lloyd, der hat 2 Spreader, 2 Haken da. Also könnte er 2 große Container auf einmal von Bord heben, die 40 Fuß Container oder 4 kleine 20 Fuß Container. Den Haken nennt man Spreader, Spreizer, die kann man hier bei der Containergröße ausfahren. Oder wie der Ratzfatz hier die Container von Bord oben hat, ne?
Ja. Wo weiß man, wohin der Container weltweit hinkommt? Wie wird das Ganze logistisch gesteuert? Erstmal sollte mittlerweile jeder Container einen Strichcode mit GPS-Daten haben, damit wir weltweit über seinen Ort kann. Außerdem schaut man, wenn wir auf die Schiffe gucken, an die Schiffe ran, alle 3-4 Reihen stehen am gut gesichert. Die Lagen da drüber von der 5., 6., mittlerweile bis zur 10., 11. ist aber keine Sicherung der Container. Das macht man mit sogenannten Twistlocks. Twistlocks sind Einrasthaken an jeder Ecke des Containers. Da stellt man den nächsten Lego-Kasten oben auf, das rastet ein und sollte normal verhalten. Und der Containerbrückenmacher kann mit seinem Haken an der Seite die Twistlocks auslösen beim Unterheben der Container. Ja, aber wer bewegt, ab und zu gehen auch mal die obersten Container verloren bei schweren Segeln. Deswegen könnt ihr euch vorstellen, die wertvollste Fracht in den Containern liegt immer unten im Bauch des Schiffes. Und je weiter man da oben ein Containerschiff kommt, umso umweltvoller wird die Fracht da drinnen. Und die obersten Lager auf einem Containerschiff sollten normalerweise Leercontainer sein. Ja, vor knapp 31 Jahren ging er vom MSC-Schiff über 300 Container in Nordseebahn. War ja groß im Fernsehen damals zu sehen. Einige Container gingen damals in Holland die Küste gespült noch, einige Container in Deutschland die Küste gespült, einige sind damals gesunken, da hat man letzte vor einem Jahr erst geboren, die letzten Container. Letzten Juni. Ich sag die Tausende wird irgendwas nochmal 4 Meter lang. 59 Meter breit, auch für diese 20.000 Container. Ja, die Chinesen haben viele Kai-Anlagen, viele überall übernommen auf der Welt. In Afrika sind sie so, jetzt in Europa. Wenn ihr nachher darüber geht oder vorne unter den Bäumen stehen Polizeiautos, müsst ihr lächeln. Denn was wird da mal gedreht? Notruf Hafenkante. Das ist immer das Polizeirevier da drüben. Das Gebäude hier mit dem grünen Dach hier jetzt rechts von uns ist immer das EKK bei Notruf Hafenkante. Denkt einfach an die drei Buchstaben ran, in Wirklichkeit ist das drüben als Verlagshaus. Übrigens ein Tipp zum Essen gehen, jetzt Richtung Michel, wenn man rechts rüber schaut, jetzt rechts in der Hochwanne der Promenade, über die Fahnen da oben auf den Häusern herwehen, da hinten haben wir das Portugiesenviertel. Da kann man wirklich schön essen gehen. Spanier, Portugiesen, Griechen, jeder wirklich schöne mediterrane Küche, viele Tapas-Bars. War letzten Samstag beim Portugiesenspiel in Deutschland mal richtig Stimmung auf, richtig Stimmung mal wieder, alle draus gesessen, Fernsehapparate mal aufgebaut, Public View ein bisschen schön, endlich mal wieder möglich. Heute Abend werden wir sehen, was passiert. Hier die Cap San Diego, das größte farbenreiche Museumschiff der Welt. Da könnt ihr euch mal auch einmieten als Hotel, Restaurant, auch von der Brücke bis zum Maschinenraum kann man sich alles anschauen und wieder. Vor 2 Jahren feiert er den 60. Geburtstag der berühmteste Auswanderer hier drauf, der Conny Reimann. Haben wir groß im Fernsehen gesehen, Mann hat alles organisiert, seine Frau, sind sie extra sogar mit ihm ausgelaufen. Ja, mit den Gästen. Dann geht es nochmal an Brücke 1, an der Rigmas vorbei. Da könnt ihr euch mal anschauen, wie früher zur See gefahren wurde. Auch ein Escape Room ist ja übrigens auch hier auf der. Wir müssen leider noch nicht aufbauen, die Escape Räume. Das sind ja Räume, da muss man ein Rätsel lösen, bevor man da wieder rausgelassen wird. Ja, aber man muss sich beschweren, wenn man Freitagnachmittag nach Hause anreist, in so einen Raum reingeht und das Rätsel bis Sonntagnachmittag gelöst bekommt. Vor Sonntag 16 Uhr wird man da nicht rausgeholt. Schönes Wochenende Hamburg verbracht. Ja, auch ein kleiner Park hier auf dem Segelschiff hier, auch ein Restaurant. Tja, meine Gäste, dann werdet ihr feststellen, wir rücken jetzt Frau die Landungsbrücke immer näher. Aber damit kommen wir auch zum traurigsten Teil unserer einstündigen Hafenfahrt. Denn nun muss die Besatzung der MS Hamburg, der Captain, der Paul und ich, Herr Olli, leider von euch verabschieden. Nochmal, wir müssen uns leider von euch verabschieden. Dankeschön. Ich habe was gleich zu sagen. Wir hoffen, die Fahrt ist euch ein klein wenig gefallen. Ihr konntet euch in der Hamburger Hafenstadt Hamburg so ein klein wenig näher bringen. Wenn ja, erzählt es ruhig weiter. Vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal wieder hier am Boden der Schiffe. Wir würden uns freuen. Ich wünsche natürlich allen noch ein paar schöne Stunden oder Tage in einer schönen Stelle der Welt. Von ihr kommt dann wieder alle gut und heil zu Hause an und bleibt völlig alle gesund.